Marvel bringt seinen ersten 1:1 NFTs raus und ich werde dir da draußen zeigen, wo du das Ganze erwerben kannst und welche NFTs das sind. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's dein Captain und heute am Steuer, wie gesagt, mit den 1:1 NFTs von Marvel. Und ich zeige dir jetzt heute einfach mal, welche NFTs das sind und besprechen ein bisschen darüber, wie meine Meinung darüber ist. Als allererstes haben wir hier das Artwork von Scotty Young, Amazing Spider-Man Hashtag 1. An der Stelle schon mal ein sehr gelungenes Cover. Wir können uns das gleich auch unten nochmal ein bisschen genauer anschauen. So sieht das Ganze aus. Das Ganze sind tatsächlich auch Originalzeichnungen von dem Artist Scotty Young. Dementsprechend hat es natürlich nochmal sehr viel mehr Wert, denn Scotty Young ist auch ein Comiczeichner, der relativ vertreten ist. Wenn du mehr über Comics erfahren möchtest, dann verlinke ich dir auf jeden Fall hier unter dem i ein Video von dem Chris Vivi Reisen. Der geht nochmal sehr viel detaillierter auf diese Comics ein, weil er einfach auch dort die Ahnung hat. Deswegen, ich verlinke dir das unter dem i, schau dir das auf jeden Fall im Anschluss des Videos definitiv einmal an. Ansonsten, das Ganze wird im Silent Auction Format stattfinden. Das heißt, niemand kann dein Gebot sehen. Du kannst dein Gebot abgeben von mindestens 1500 Gems, die du abgeben musst. Mit allem, was da drüber ist, qualifizierst du dich sozusagen. Und du siehst aber auch nicht, was bieten andere Leute. Das heißt, du musst dein eigenes Gebot abgeben, was du denkst, wie viel das wert ist. Wie schon angedeutet, es gibt nur ein Collectible sozusagen davon. Ihr müsst mindestens 1500 bieten und das Ganze läuft bis Freitag 12 Uhr. Außerdem ist die Edition keine Rare, Secret Rare oder sonst was, sondern ein Artist Proof. Die Rarity ist hier an der Stelle auch ein Artist Proof und der Brand ist Marvel Artworks. Das heißt, wir sehen hier auf jeden Fall auch in Zukunft noch sehr viel mehr Artworks. Das Ganze ist natürlich Serious Scotty Young Amazing Spider-Man Hashtag 1. Und meiner Meinung nach wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Und was mich am meisten freut, ist, dass anscheinend auch die Künstler dabei einen guten und respektablen Prozentsatz bekommen. Brian Steelfreeze hatte nämlich auf Create My Comic geantwortet und meint, ja, Brian und Marvel haben seine Vergütung für diese Auktion besprochen. Brian bekommt einen respektablen Prozentsatz des Endverkaufs. Das ist meiner Meinung nach schon mal eine sehr positive Sache daran, dass auch die Künstler hier einen gewissen Prozentsatz oder einen respektablen Prozentsatz von diesem ganzen Collectible bekommen. Und ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, was wir in Zukunft noch so alles sehen werden. Jetzt schauen wir uns aber das nächste Cover einmal an. Und zwar ist das Ganze nämlich von Brian Steelfreeze und zwar Black Panther Hashtag 25 und dieses Cover ist tatsächlich auch wieder sehr, sehr gut gelungen. Die ganze Auktion läuft bis Freitag um 13 Uhr und bis dorthin könnt ihr wie gesagt mitbieten. Das ist wieder hier auch eine Original-Comic-Zeichnung von ihm. In dem Fall geht es hier um ja, Black Panther an der Stelle natürlich. Meiner Meinung nach wirklich ein sehr gelungenes Cover. Da sind die Daten natürlich auch gleich, wie bei dem Artist Proof davor. Edition Typ, Rarity, Start Bid, das heißt, wie viel ihr mindestens bieten müsst, ist auch bei 1500. Und es gibt natürlich an der Stelle auch wieder nur eine einzige Edition, was das Ganze extrem lukrativ macht. Dann schauen wir uns noch das nächste Collectible an. Und das ist von Sarah Pichilli, Miles Morales, Spider-Man, Hashtag 25, auch ein super gutes Cover, also muss wirklich sagen, sie haben hier wirklich sehr, sehr gute Artworks ausgesucht und auch von guten Künstlern und das muss ich sagen, gefällt mir an der Stelle echt extrem gut. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, welches der drei Artworks euch am besten gefällt. 1500 Dollar müsst ihr natürlich wieder an dieser Stelle einmal bezahlen. Ein Entry-Fee gibt es natürlich an der Stelle keines der Collectibles und ansonsten die Daten sind genau gleich wie bei allen davor, deswegen gehe ich da jetzt nicht noch näher drauf ein, aber ich bin überzeugt, dass hier auf jeden Fall die Preise schon relativ gut sein werden. Ich gehe davon aus, dass wir so 10.000 bis 20.000 Dollar sehen werden hier für ein Artwork, da diese Künstler tatsächlich auch relativ beliebt sind und auch diese Artworks sehr, sehr gut aussehen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir so eine Preisspanne von 10.000 bis 20.000 bei diesen Collectibles sehen und auch noch in Zukunft deutlich höhere Preise sehen werden, weil es halt auch erstmal die ersten 1:1 Artworks NFTs von Marvel offiziell auch sind und daran wird sich auch nichts ändern. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt auf deine Meinung hier in den Kommentaren zu diesen ganzen Covern und zu dieser Aktion und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was wir hier noch in Zukunft sehen werden und damit war es das jetzt auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Video. Ich wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.